Hallo liebe Flightsimmer. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Windows-Spracherkennung zur Bedienung des FSX benutzen kann. Voraussetzung ist hierbei mindestens Windows Vista und ein leistungsstarker Computer. Ebenso benötigt man ein gutes Mikrofon. Windows lässt sich dann hervorragend per Sprache bedienen. Hier ein Beispiel. Internet Explorer starten. FSX Multiplayer Forum. Forum. Bildlauf nach unten. Schulungsvideos. Zurück. Bildlauf nach oben. YouTube Channel. Fenster schließen. Alle Registerkarten schließen. Den FSX per Sprache zu bedienen, ist schon eine tolle Sache. Wenn man zum Beispiel am Start Gear Up ausspricht, soll das Fahrwerk eingefahren werden. Genauso bei den Klappen. Hierzu benötigt man das Microsoft-Programm Windows Speech Recognition Macros. Es ist kostenlos bei Microsoft herunterzuladen. Und den Link findet ihr in der Beschreibung. Es gibt zwar nur eine englische Version, aber das ist für unsere Anforderungen irrelevant. Mit Hilfe dieser Sprachmakros kann man zum Beispiel Tastendrücke simulieren. Wenn ich also Gear Up sage, möchte ich, dass Taste G gedrückt wird. Genauso bei Gear Down. Bei Flaps Up soll dann zum Beispiel die Funktionstaste F5 gedrückt werden, bei Flaps Down die Taste F7 und bei Flaps Full die Taste F8. Bevor ich hier ins Detail gehe, zeige ich erstmal, wo man die Windows-Spracherkennung überhaupt findet. Die Sprachsteuerung findet man unter Start, alle Programme, dann unter Zubehör, erleichterte Bedienung, Windows-Spracherkennung. Damit einen der Computer gut versteht, sollte man das Lernprogramm der Windows-Spracherkennung durchführen. Wenn das geschehen ist, könnt ihr das Microsoft Speech Recognition Programm installieren. Nachdem man das Speech Recognition Programm installiert hat, ruft man es auf. Auf der Taskleiste erscheint dieses Symbol. Mit der rechten Maustaste kann man es anklicken und dann auf New Speech Macro. Und hier wählt man aus Send Keystrokes. Jetzt kann man hier eine Phrase eingeben, also ein Wort, das man benutzen möchte, wie zum Beispiel Gear Up. Und darunter der entsprechende Befehl. Um jetzt auch gleich auf die Stimme das Ganze einzustellen, sollte man dieses Gear Up hier nicht reintippen, sondern reinsprechen. Gear Up. Wie man merkt, versteht er das nicht, weil das ein englisches Wort ist. Deswegen muss ich ihm das Ganze buchstabieren. Buchstabieren. Gustav, Emil, Anton, Richard, Ulrich, Paula. Okay. Bei mir ist es jetzt so, dass ich ihm das Wort schon beigebracht habe. Wenn das Wort bei euch noch nicht gelernt wurde, dann kommt wahrscheinlich das Fenster, dass er dieses Wort erstmal lernen müsste. Und dann kann man es nochmal sprechen und dann erkennt er das dann auch. So, jetzt auf Weiter. Und Create.
Und jetzt probieren wir das gleich mal aus. Gear up. Oh, muss natürlich hier einschalten. Gear up. Und wie man sieht, er hat G gedrückt. So, ich gehe jetzt mal hier auf Edit Speech Macros und wir nehmen mal Flaps ab. Das ist nämlich eine Funktionstaste, die da gedrückt werden muss. Und da steht dann in geschweiften Klammern F5. Dann weiß er, okay, wenn das Wort Flaps abkommt, dann bitte schön F5 drücken. Und so habe ich das gemacht. Dass das Ganze auch funktioniert, zeige ich euch im Flugsimulator. Flaps down. Gear up. Flaps up. Flaps full. Gear down. Schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr von dieser Sprachsteuerung haltet. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Erfolg bei der Sprachsteuerung eures Flugsimulators.